Du kannst unfassbar viel in deine Immobilie investieren und das ganze Geld dafür in dem Jahr abschreiben. Die 5 Wunder der Immobilieninvestition. Wenn du dieses Video gesehen hast, verstehst du, warum es keine bessere Investition gibt als die in Immobilien. Und du verstehst auch, warum 99% aller sehr reichen Menschen unfassbar viel Geld in Immobilien und mit Immobilien verdient haben und darin investiert haben. Vor allem verstehst du, wie du die Wunder nutzen kannst, um selbst vermögend zu werden. Über Steuergesetze gibt es alle möglichen Vorurteile und falschen Meinungen. Ich will dir nur 2 Fakten sagen, die kaum bekannt sind. Fakt 1. Nur 10% der Steuergesetze beschreiben, dass du Geld an das Finanzamt bezahlen musst. 90% der Steuergesetze beschreiben, wie du das vermeiden kannst. Legal, nicht als Trick, nicht als Hintertürchen, sondern als Wille des Gesetzgebers. Du kannst also sagen, 10% der Steuergesetze sind gegen dich, weil sie regeln, was du zahlen musst. Natürlich ist es nicht richtig, von gegen dich zu sprechen, denn der Staat braucht natürlich Einnahmen und wir nutzen ja auch alle diese Dinge, die der Staat für uns tut. Auf jeden Fall sind aber 90% für dich. Sie regeln, dass du keine Steuern zahlen musst. Fakt 2. Der Gesetzgeber nutzt die Steuergesetze, um seinen Willen durchzudrücken. Er will, dass du zum Beispiel eine Firma aufbaust, damit Menschen Arbeit finden. Und dann lenkt er das durch Steuergesetze so, dass sie sehr unternehmerfreundlich sind. Und noch unternehmerfreundlicher sind die Gesetze für Investoren. Und am allerfreundlichsten sind die Gesetze für Menschen, die in Immobilien investieren. Die zahlen nämlich so gut wie gar keine Steuern, zumindest wenn sie wissen, wie das geht. Warum nicht? Weil der Gesetzgeber will, dass du in Immobilien investierst. Jedes Land braucht Wohnraum. Es braucht modernisierten Wohnraum, Wohnungen und Häuser. Es braucht Menschen, die in Immobilien investieren, die diese Immobilien instand halten, modernisieren oder die neue bauen. Diesen Hintergrund brauchen wir, um zu verstehen, warum wir die Wunder der Immobilieninvestitionen überhaupt haben. Die Antwort ganz kurz lautet, weil der Gesetzgeber es will. Er will, dass du in Immobilien investierst. Und wenn du es nicht tust, entgeht dir das Wunder, das wir jetzt besprechen. Das heißt, die 5 Wunder, die wir jetzt besprechen. Das erste Wunder ist die Abschreibung. Das ist im Grunde genommen unfassbar. Ein Haus wird ja immer mehr wert. Und der Gesetzgeber nimmt aber für dich fiktiv an, dass ein Haus seinen Wert verliert. Und weil es Wert verliert, sagt der Gesetzgeber, 2% von dem Wert kannst du jedes Jahr abschreiben. Die sogenannte pauschalisierte Absetzung für Abnutzung, AFA. Du musst verstehen, warum das so ein Wunder ist. Die Immobilie wird immer mehr wert und gleichzeitig aber kannst du sie von der Steuer absetzen. 2% jedes Jahr bei Privatvermögen und bei begünstigtem Betriebsvermögen sogar 3% pro Jahr, wenn es eine Investition ist, wenn du sie also vermietest. Und der Hammer ist, obwohl jemand vielleicht seine Immobilie bereits abschreibt, kannst du sie kaufen von demjenigen, und dann beginnt die Abschreibung für dich ganz von vorne. Und die kannst du zum Beispiel auf 50 Jahre abschreiben. Und diese Summe darfst du vom Einkommen abziehen. Sagen wir mal, du verdienst 40.000 Euro im Jahr. Du hast in eine Immobilie investiert, die du vermietest. Und die hat einen Wert von 300.000 Euro. 2% sind dann 6.000 Euro. Das heißt, auf 6.000 Euro von deinem Einkommen musst du 0 Steuern bezahlen. Das ist wirklich ein Wunder. Ich kann es nur noch mal sagen. Du kannst einen Betrag von deinem Einkommen abziehen, den du gar nicht bezahlst. Du bezahlst die Abschreibung ja nicht. Das ist ja alles nur so eine fiktive Rechnerei. Findet ja nur im Kopf statt. Nochmal. Du kannst das tun, obwohl Immobilien, solange wir denken können, immer wertvoller werden. Seit 2009 sind sie in kleinen Orten um 90% bis 100% gestiegen, in mittleren Städten um 115% bis 125%, in Großstädten sogar über 135%. Wenn du dich auf etwas verlassen kannst, bisher, und ich glaube auch in Zukunft, dann ist es eine Wertsteigerung. Nicht jedes Jahr,
aber immer auf längere Sicht gesehen, steigen Immobilien immer. Und obwohl sie steigen, ich kann es gar nicht oft genug und deutlich genug sagen, kannst du sie im Wert abschreiben, als wenn sie ihren Wert verlieren würden. Das ist ein ganz großer Vorteil, den es bei anderen Investitionen nicht gibt. Das Wunder 2 ist die Wertsteigerung. Du kannst davon ausgehen, gerade gesagt, dass eine Immobilie immer langfristig an Wert steigt. Warum? Weil Grund und Boden knapp sind. Die können ja auch nicht vermehrt werden. Aber der Bedarf steigt. Andererseits steigen aber die Kosten für den Bau einer Immobilie. Also Rohstoffe werden teurer, die Arbeitsleistungen auch. Das sind die beiden Gründe, warum eine Immobilie immer im Wert steigen wird. Und diese Wertsteigerung, das ist das zweite Wunder, kannst du steuerfrei kassieren. Du musst nur eine Immobilie 10 Jahre halten, bis du sie verkaufst. Man nennt das Spekulationsfrist. Wir können die Wertsteigerung auch anders nennen. Inflation oder um es korrekt zu sagen, Geld verliert seinen Wert, das nennt man Inflation, das erleben wir gerade. Und was bei Bargeld oder Geld auf dem Konto Inflation ist, nennen wir bei Sachen Wertsteigerung. Merke, eine Inflation kann es nur geben, wenn Sachen teurer werden. Es ist ja unmöglich, dass wir eine Inflation haben, aber gleichzeitig die Immobilien nicht an Wert steigen. Das geht mal kurzfristig, aber schon mittelfristig ist das einfach nicht möglich. Wenn du also in Immobilien investierst, dann profitierst du von der Inflation. Wenn du dein Geld in Geld hältst, bist du Verlierer. Und obwohl du von der Inflation profitierst, wenn du in Häusern, in Immobilien investierst, sagt der Gesetzgeber, du musst aber auf die Wertsteigerung keine Steuern zahlen. Das ist das zweite Wunder. Das dritte Wunder ist die Reparatur und die Instandhaltung. Wenn du eine Immobilie hast und die dann renovierst, kannst du alle Kosten in dem Jahr komplett als Betriebsausgaben oder Werbungskosten absetzen. Ein wichtiger Hinweis, du solltest das unbedingt mit deinem Steuerberater besprechen, denn ich gebe ja hier keine Steuerberatung. Das kann ich nicht und das darf ich auch nicht. Ich kann dir nur die Wunder beschreiben, die ich in meinem Leben erfahre. Du musst zum Beispiel wissen, dass du diese Reparaturen an der Immobilie, die du kaufst, nicht in den ersten 3 Jahren durchführen kannst, denn sonst werden sie auf den Kaufpreis draufgeschlagen, wenn sie höher sind als 15% der ursprünglichen Anschaffungskosten. Also besprich dich mit deinem Steuerberater, denn beim dritten Wunder gibt es eine Fülle von Regeln, die du unbedingt beachten musst. Aber das macht das Wunder nicht weniger wunderbar. Du kannst unfassbar viel in deine Immobilie investieren und das ganze Geld dafür in dem Jahr abschreiben. Abschreiben heißt verrechnen mit dem übrigen Einkommen. Und ich frage dich, wenn das kein Wunder ist, was ist es dann? Denn überleg mal, du machst damit ja deine Immobilie noch wertvoller. Und trotzdem kannst du erreichen, dass du in manchem Jahr überhaupt keine Einkommensteuer zahlen musst. Das vierte Wunder ist OPM, Other People's Money. Wenn du dieses Wunder verstehst, wirst du die Macht von Hebeln bejubeln. Ein Hebel ist einfach das Geld, das du aufnimmst. Du leihst es dir. Lass uns mal zusammenrechnen, wie das zustande kommt. Ich schlage vor, du nimmst einfach mal ein Blatt Papier, Stift, und schreibst einfach mal auf, was du hier siehst. Und dann rechne es doch bitte einfach mal in Ruhe durch. Du musst das natürlich nicht machen, aber dann würde es dich emotional nicht so sehr begeistern, als wenn du es wirklich einmal selbst nachrechnest. Stell dir mal vor, du kaufst ein Haus mit 4 Wohnungen, kostet 1 Million. Und die 4 Wohnungen sind wirklich schön. Sie bringen dir zusammen eine Mieteinnahme von 50.000 Euro pro Jahr. Wenn du also 1 Million hast, das Haus kaufst, 50.000 Euro Miete im Jahr bekommst, dann sind das 5% Rendite auf deine Million, die du investiert hast. Jetzt sagen wir mal, du hast nur 100.000. Du kaufst wieder das Haus, das 1 Million kostet, nimmst aber jetzt 900.000 von der Bank auf. Sagen wir mal, du zahlst 2,5% Zinsen auf die 900.000, das sind dann 22.500 Euro. Die gehen jetzt von der Miete ab, die du erhältst. Das heißt, deine Rendite, du hast ja 50.000 Miete minus die 22.500, hast du nur noch eine Rendite von 27.500. Hey, was heißt nur? Du hast diese 27.500 ja mit einem Einsatz von eigenem Geld
in Höhe von nur 100.000 Euro erzielt, das heißt, deine Rendite, 27.500 auf 100.000, ist eine Rendite von sagenhafte 27,5% pro Jahr. Das mach dir bitte mal bewusst. Wo bekommst du eine Rendite von 27,5%? Das geht durch den Hebel, durch das Geld, das du geliehen hast. Und vergiss nicht, dass du parallel ja auch die anderen Wunder hast, die für dich arbeiten. Die Abschreibung, die Wertsteigerung, dass du die Reparaturen und Instandhaltung absetzen kannst. Und außerdem kannst du noch die Kosten der Zinsen ebenfalls abschreiben. Es gibt noch weitere Wunder. Zum Beispiel, wenn du in eine Immobilie investierst, die unter Denkmalschutz steht. Aber das solltest du wirklich erstmal in aller Ruhe mit deinem Steuerberater besprechen. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Du hast verschiedene Auflagen, aber du kannst unfassbare Gewinne machen. Fazit: Es gibt keine bessere Anlageform als Immobilien, weil du mindestens 4 Wunder nutzen kannst, die so eine Anlage wirklich unvergleichlich machen. Erstens die Abschreibung, zweitens die Wertsteigerung, drittens Reparaturen, Instandhaltung, viertens den Hebel. Da kommt noch was ganz Wichtiges hinzu. Wenn du den Hebel nutzt, also dir ein Darlehen aufnimmst, um die Immobilie zu kaufen, dann kannst du nicht nur die Zinsen von deinen Einnahmen abschreiben und natürlich auch von deinem Einkommen, sondern du musst die Raten für deinen Kredit nicht mal selber bezahlen. Das machen die Mieter. Du zahlst also mit der Miete deine Immobilie ab. Das ist das 5. Wunder. Und gleichzeitig gelten die ersten 4 besprochenen Wunder. Wenn du wirklich vermögend werden willst, solltest du die Wunder nutzen, die Immobilien dir bescheren. Mindestens 99% der Reichen tun das. Und du kannst über die Reichen sagen, was du willst. Auf jeden Fall sind sie reich. Also wissen sie, wie das geht. Das Reichwerden und das Reichbleiben und das Reicherwerden und das noch Reicherwerden. Und da führt kein Weg vorbei an Immobilien. Und jetzt lernst du meinen Immobilienexperten Nermin Fajic kennen. Du möchtest mit Immobilien starten? Dann bist du hier genau richtig. Bodo hat dir gerade die 5 Wunder von Immobilien erklärt. Mein Name ist Nermin Fajic und ich bin nach 29 Jahren nunmehr Immobilienexperte. Obwohl ich das gar nicht geplant hatte. Ich habe nämlich mit 18 Jahren meine erste Immobilie gekauft. Und ich hatte damals wirklich keinen großen Plan. Ich hatte nicht viel Geld und jetzt 26 abbezahlte Immobilien später habe ich ein passives Einkommen, was mir eine finanzielle Freiheit gibt. Und das ist ein wunderbares Gefühl, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und ich bin mir sicher, dass ich mit keinem anderen Investment, mit so wenig Geld, so viel erreicht habe, nämlich einen zweistelligen Millionenbereich. Und das ist wirklich ein Wunder. Und wie du mit Immobilien starten kannst, und zwar sehr schnell, stelle ich dir in meinem 4-teiligen Crashkurs vor. Dort haben wir alle Geheimnisse, nicht nur von mir aus den 29 Jahren reingepackt, sondern von vielen anderen Immobilieninvestoren. Alles für dich zusammengefasst, damit du schnell starten kannst. Das ist quasi die Abkürzung von meinen 29 Jahren und Erfahrung aus diesem ganzen Bereich, was wir dir mitgeben wollen. Ich freue mich auf dich.